Natsumi Tsuji wurde 1992 in Japan geboren. Behörden und offizielle Nachrichtensender nannten sie nur Mädchen A, während sie im Internet meist als Nevada Tan oder auch Nevada Chan bekannt wurde, aufgrund des Nevada-Aufdrucks auf ihrem Oberteil auf einem veröffentlichten Foto. Sie wurde insbesondere in Japan zu einer Kultfigur. Am 1. Juni 2004, während einer Pause, stach die 11-Jährige in einem leeren Klassenzimmer ihrer Grundschule mit einem Teppichmesser auf ihre 12 Jahre alte Klassenkameradin ein. Auf diesem Klassenfoto sind Täter und Opfer nebeneinander stehend zu sehen. Einigen Berichten zufolge hatte sie Kehle und Arme des Opfers aufgeschlitzt. Mit blutverschmierter Kleidung ging sie verstört zurück ins Klassenzimmer. Die Lehrerin der Klasse stolperte rein zufällig über die Leiche. Auf der Polizeiwache soll sie dauerhaft geweint haben und jegliches Essen verweigert haben. Offenbar war es zwischen den Mädchen zum Streit gekommen, aufgrund einer Bemerkung des Opfers auf das Gewicht der Täterin. Der Mord war wohl eine Kurzschlussreaktion auf das heftige Mobbing in ihrer Schule und den hohen Leistungsdruck. Tsuji wurde zunächst zu einer 2-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt, was später noch um 2 Jahre verlängert wurde. Psychologen stellten bei ihr das Asperger-Syndrom fest. 2004 wurde sie in eine Strafanstalt für kriminelle Mädchen verlegt, die einzige Anstalt dieser Art in Japan, in der die Insassinnen in Isolationshaft genommen werden können. Es finden sich mehrere Quellen, die aussagen, sie sei im Jahr 2013 aus der Haft entlassen worden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Skriptes müsste sie etwa 28 Jahre alt sein.